Du bist nur stolzer Besitzer des Anwesens im Ferdox. An exponierter Stelle gelegen, gleich gegenüber dem Prios-Tempel, findest du einen Ort der Ruhe, um dich zu erholen und gefundene Ausrüstung einzulagern. Es bietet dir auch die Möglichkeit, während deiner Reise neu gewonnene Freunde in dein Haus einzuladen. Sie quartieren sich dann bei dir ein, damit du sie später erneut in deine Gruppe aufnehmen kannst. Beachte dabei, dass auch die wartenden Personen Abenteurerpunkte erhalten, sodass du sie nach deiner Rückkehr steigern kannst. Weiterhin kannst du dein Haus mit Gegenständen verschönern. Dein neuer Hausverwalter Wirwosch ist Ansprechpartner in allem, was dein Haus betrifft. Er freut sich, mit dir zusammenzuarbeiten und erwartet dich in Kürze daheim. Oh, wunderbar, ich werde schnell einiges vorbereiten, also bis nachher, ja. Argos Haus war auch lange mein Zuhause. Ich bin wirklich froh, dass ihr es bekommen habt. Vielleicht hat Ardo irgendwelche Hinweise zurückgelassen, die uns weiterhelfen. Ja, das Haus. Ardos Anwesen ist nur mein Erbe, ein großes Haus direkt am Piusplatz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es wirklich verdient habe, doch ich werde es gut pflegen, in Gedenken an meinen alten Freund. Verwalter Wirwosch will mir das Haus näher zeigen. Ich freue mich darauf, freue mich auf das bevorstehende Treffen mit ihm. Er wartet dort auf mich. Eine verschlossene Truhe. Das bin ich. Nebenbei, kannst du noch Schlösser knacken steigern? Nein, ist Maximum. Okay, von einem Mal lassen wir uns jetzt nicht niederschlagen. Ja. Auch nicht von einem zweiten Mal. Okay, aber von dem dritten Mal. Ja, es gibt einige gut gesicherte Truhen. So, wir können jetzt in die Grafenstadt. Ja, eine ausgewogene Gruppe, die will ich auch haben. Lasst uns den Rondra-Tempel aufsuchen. Dort will ich der Göttin huldigen und ihr Ehre erweisen. Hübsch hier, was? Und die Taschen der Leute sind auch oft prall gefüllt. Ah, früher bin ich hier oft mit Ardo entlang gelaufen. Und wir haben über alte Zeiten gesprochen. Na, was ist denn hier los, Stadtgardist? Oh. Ihr seid es. Man sagt, ihr habt die Morde aufgeklärt, richtig? Euch schicken die Götter. Ich habe ein kleines Problem. Worum geht es? Der Boden schaut, es fließt kein Wasser mehr. Ich wurde beauftragt, unserem städtischen Handwerker Ugosch die Sache zu melden. Doch ich kann ihn nirgends finden. Wer weiß, wo dieser Zwerg wieder steckt. Doch ich muss den Brunnen dringend wieder zum Laufen bringen. Wie kann ich euch denn helfen? Soll ich diesen Urgosch finden? Nein, nein, dafür gibt es keine Zeit. Es war Graf Kovins ausdrücklicher Wunsch, dass der große Platz während der Festlichkeit in glänzendem Zustand ist. Es gibt einen Versorgungszonen unter Ferdok dort. Auch einen Raum mit einem Wasserzufluss für den Brunnen reguliert. In dem der Wasserzufluss für den Brunnen reguliert wird. Doch ich habe keine Ahnung von diesen Maschinen. Ihr müsst mit mir hinabkommen. Würdet ihr mir helfen? Ja, lass uns die Sache mal anschauen. Sehr gut. Hab Dank. Blöde Zwerg. Na, zum Glück sind wir auch ein Zwerg, aber hoffentlich kein Blöder. Da sind wir. Dort hinten findet ihr die Schalter, die den Wasserfluss einstellen. Ich habe schon alles ausprobiert, ohne Erfolg. Okay. Wenn ihr glaubt, die richtige Information gefunden zu haben, betätige ich das Hauptrad daneben. Wenn ihr es nicht hinbekommt, sagt mir einfach Bescheid, dann kehren wir wieder zurück. Okay, kleines Rätselchen. Hier geht's nirgends lang. Also hier könnten wir wieder raus. Die Gittertür ist auch verschlossen, führt nirgends hin.
Okay, hier qualmt alles. Das war wohl nichts. Macht bloß nichts kaputt. Ja, ja. Irgendein Hinweis? Verfickst nochmal, ihr habt es geschafft. Das Wasser rauscht wieder durch die Leitungen großartig. Lasst uns schnell nach oben gehen und das Ergebnis bewundern. Ja, ich habe mir einfach gedacht, zwei der Hebel qualmen und das Wasserrad qualmt. Also kann es sein, dass die zwei Hebel entweder nach oben oder nach unten müssen und die anderen drei in die andere Richtung. Ihr da, was bei Angosch macht ihr hier unten an meinen Maschinen? Oh Gosch, ihr habt euch gar nicht zu beschweren. Der Brunnen ist ausgefallen, während ihr ein Trinken gewesen seid. Was heißt denn hier ein Trinken? Ich war unten und habe die Pumpe gereinigt. Dann hat irgendein Spinner den Hebeln rumgespielt und mir den ganzen Dreck ins Gesicht gespritzt. Das wusste ich nicht. Das war wohl ein Versehen. Mal bloß, dass ich hier rauskomme, sonst vergesse ich mich. Los! Oh, das war knapp. Man sollte sich nicht mit einem wütenden Zwerg anlegen. Doch schaut, das Wasser fließt wieder. Grobin wird zufrieden sein. Habt nur mal Dank, Benoistorin. Hier eine kleine Belohnung für eure Mühen. Was auch immer wir gekriegt haben. Ein Zwerg, ein Bock. So, der defekte Brunnen. Nach erfolgreich... Nee, halt. Funktioniert doch wieder bestens. Das Gletscher ist wirklich hübsch anzuschauen und hat eine beruhigende Wirkung. Mhm. So. Da geht's zum Prios-Platz. Hier geht's nirgendwo hin. Hier ist eine Kiste, die wir zerhauen können. Und ein Fass. Eumenholz und rostige Nägel und Mausefalle. So. Du bist der Nice-Back-Händler hier. Was hast du Schönes? Willkommen! Im gut sortierten Angebot des Handelshauses Niceback werdet ihr sicher etwas finden. Na, dann zeigt mal, was das Handelshaus anzubieten hat. Nichts Besonderes. Also nichts, was wir wirklich gebrauchen können. Aber wir können bei dir Zeug verkaufen. Ich weiß nicht, ich behalte mal das ganze Fell hier. Bunker das erst einmal. So. In meinem Haus, falls wir es doch noch gebrauchen können. Wenn nicht, können wir es immer noch zu Geld machen. Ja. Wenn das Wetter, das schöne Wetter anhält, werden die Bauern um Pferde wohl mit verdorrten Feldern zu kämpfen haben. Hm. Was kann ich für euch tun? Euer Angebot begutachten. Okay, sie hat einen einfachen Verband. Eine Brechstange, Spitzhacke, Besen. Besen ist eine hübsche Zweihandwaffe, ein Stab nämlich. Mistgabel ist ein Speer. Ah ja, wir nehmen den Schleifstein. Und da den Verband bitte. So. Händler Danko, Prios Platz.
Da gucken wir uns erstmal hier weiter um. Oh, einen guten Tag wünsche ich euch. Auch euch einen guten Tag. Sag, was ist denn mit eurem Stand passiert? Ah ja, der befindet sich noch im Aufbau. Ja, eigentlich sollte heute mein Bruder Nao mit Fischerware aus Angbahn kommen. Doch wegen der erst kürzlich aufgehobenen Sperre Ferdox kam er nur bis Steinbrücken, wo ihm ohne Passierschein die Weiterreise nicht genehmigt wurde. Er ist dann wohl völlig verärgert wieder umgekehrt. Das Einzige, was ich von ihm bekommen habe, ist ein bitterer Brief, dass er den langen Weg nicht noch einmal antreten werde, bis sich die lange Entfernung endgültig beruhigt hat. Nun habe ich ihm zurückgeschrieben, allerdings antwortete er nicht und jetzt stehe ich hier mit meinem unfertigen Stand und keiner war, rein Albtraum. Das tut mir schrecklich leid für euch. Wenn ich könnte, würde ich euch helfen. Nun ja, ich kann mal nichts machen. Ich hoffe nur, dass sich mein Bruder bald bei mir meldet. Mein Geld geht langsam zur Neige und die Pacht für den Stellplatz wird auch bald fällig. Mhm. So. Noch ein Händler. Wie gesagt, da geht's zum Praios-Platz. Er sieht aus wie ein Waffenhändler. Oh, drei Pfeile. Wurden die gleich... Ja, die wurden gleich hier hingepackt. Der Verband stackt jetzt blöderweise nicht. Der Schleifstein wollte auch nicht stacken. So, jetzt stackt er aber. So, was hast du im Angebot? Sag, ihr riecht nach Kopfschmerzen. Ihr habt doch nicht welche dabei, oder? Doch, hier ein ganzes Paket. Oh, ich würde diese mir verkaufen. 5 Dukaten gebe ich euch dafür. 5 Dukaten scheinen mir etwas weh für diese einmalige Tesse, meint ihr nicht auch? Mag sein, wie ihr wollt. Braucht ihr sonst noch was? Wenn ihr eine elegante Waffe sucht, seid ihr bei mir genau richtig. Eigentlich wären wir wirklich nachher machen, was ihr den Garten zumute. Was habt ihr denn anzubieten? Fechthemd? Das wäre was für Gladys. Also statt dem einfachen Kleid. Da bräuchte sie aber wahrscheinlich auch eine passende Hose. Wobei, Hose trägt sie doch, oder? Nein, sie trägt keine Hose. Ja, Gladiatorenhelm. Degen, Florett, Rapier. Ja, der Rapier ist ganz schön teuer, ist aber auch ziemlich stark mit 1W plus 4. So ein Kürass ist auch nichts Verkehrtes. Na komm, wir haben gerade genug Geld. Wenn sie jetzt das anzieht, genau, fehlt ihr eine Hose. Seid gegrüßt. Wenn ihr eine elegante Waffe sucht, seid ihr bei mir. Ja. Nehmen wir die schwarze Stoffhose. Stiefel hat sich schon ausgerüstet, also ist das alles okay. Gut. So, das Skelett ist ein bisschen besser. Achso, das Hose hatte sie sowieso keiner. Okay. Was haben wir eigentlich noch so, was wir ausrüsten lassen können? Nichts. Für Vorgrim bräuchten wir halt doch einen Helm und ein Schild. Oder für uns ein besseres Schild. Also ja. Gut, ich gebe zu, nur eins besser am Bauch. Allerdings haben wir so die Hose kaufen können, die ein bisschen mehr Schutz an
den anderen Sachen macht. Und ja, ihr Kleid, das darf sie behalten. So, gehen wir mal weiter. Städterin und Städter. Ein Fass. Und da geht's zum Hafen.